Übung. Ach. Fantastisch. Da fahren wir hin, das ist prima, wie lange. Boah, die Bremsen haben narrisch gut. Zock, die muss mir ein bisschen eingrooven. Eigentlich schon brutale Motetten, die Super Duke. Hab ich alles, oder? Außer Geld und Angst haben wir alles. So, jetzt muss ich aber gleich drauf dingen, dass wir diesen Dreck abschalten da. Schauen wir uns mal, wo uns gerade Motor hinführt. Ich glaube, wir werden morgen nochmal sausen. Entweder abends oder gleich in der Früh, weil morgen muss ich mit einem Spätzle, der möchte ja MV Agusta Brutale 910 kaufen. Und da ist meine Expertise gefragt. Also die soll ich mal anschauen und technisch mal durchschauen, ob das ein gutes Moped ist. Sehr, sehr interessant von Kilometerstand her. Auch irgendwie ganz schön nachvollziehbar die Kilometer, also jetzt nicht irgendwie irgendwas gedreht, hat irgendwie 13.000 Kilometer, ich glaube einen Vorbesitzer und wirklich ein feiner Zustand, was man jetzt auf die Fotos gesehen hat. Da glaube ich möchte 5.000 Watt VB, und das sollen wir uns schon anschauen, steht auch nicht weit weg von mir, und da fahren wir morgen mal hier und dann checken wir das Teil. Falls ihr die kaufen solltet, dann werden vielleicht dazu bequatschen, dass ich auf dem Channel hier das Moped einmal vorstellen darf und einmal ein bisschen ein Runden sausen und meine Eindrücke zu dem Moped schildern, weil die bin ich tatsächlich auch noch nicht gefahren. Ich muss gerade scharf überlegen, ob ich überhaupt schon mal im August gefahren bin. So, da fahren wir jetzt auf hier, weil das ist unerträglich. So. Ah, geht schon. Ach, leck mir am Arsch, da ist voll der Kies gelegen. Jetzt mal voll das Hinterrad versetzt. Kurze Schrecksekunde. Mit dem Drehmoment ist so heftig, du kannst wirklich hier mit Absicht das Hinterrad hinausstellen und driften. Langsam absetzen. Ah, Mensch. Jetzt haben wir so einen steilen Willi gemacht und ich habe gerade tankt, dass wir hier an der Tankentlüftung der ganze Sprit rausgelaufen ist. Das muss ich jetzt mal schnell sauber machen. So. Nicht, dass uns da der Nack frisst. Wir wissen ja, KTM Nackqualität. Sollten wir jetzt nicht über mehrere Stunden im Benzin einlegen, den Lack. Weißt schon, jetzt müssen wir vom nächsten Willi müssen wir ein bisschen Sprit vernichten. Hey. Kommen wir schon raus. Thank you.
Weißt du, der Radlfahrer hat mir gerade einen Daumen nach unten gegeben. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Auch gerade er, weißt du schon. Auch gerade er, der wo am Feiertag, an seinem freien Tag mit einer engen Stretchhosen am Straßenrand steht, mit seinen ganzen anderen Boys, lass mich gar nicht ärgern. Obwohl, ein bisschen ärgert es mich doch, weil die Leute sehen sich um einen Scheißdreck kümmern, weißt du, und nicht mir da auf den Sack gehen. Kein Gefährde, wenn keiner da ist, dann geben wir Gas. Und wenn wer da ist, dann fahren wir anständig. Und in der Ortschaft, da fahren wir einen Strich laut dem Tacho ein bisschen über 60, weil der bescheißt ohne Ende. BMW-Crew, da ist schon unterwegs. Ah ja, ich werde jetzt wahrscheinlich einige von euch, von meinen Abonnenten verärgern, oder vielleicht auch nicht, weil ich werde in meinem Lebtag niemals einen Klapphelm hier auf dem Channel testen. Ich werde mir keine Warnwesten anziehen, ich werde mir kein BMW-Moped ausleihen und das testen, ich werde mir keinen Boxermotor nicht zulegen. Das ganze Zeug kommt für mich überhaupt nicht in die Frage. Ich meine, ich bin einige BMWs bin ich schon gefahren. Boxer, Vierzylinder Reihe längs. Den Sechszylinder bin ich noch nicht gefahren. Ich muss, das ist einfach nur. Für mich ist so ein GS, das ist einfach nur ein Witz. Mit dem saublöden Boxermotor mit den längs einbauten Kurbelwellen, wo sie umeinander beide mit 35 Ausgleichswellen natürlich. Aber das ist einfach. Vielleicht komme ich da zu sehr aus der Technik, dass ich das nicht mehr schätzen kann, was da für Aura das umgibt, dieses GS. Aber es sind ja immer die gleichen Typen, weißt du? Komplette BMW-Textilausstattung an, BMW-gebrandeter Schubert-Klapphelm, drüber nur Warnwesten, 35 Zusatzscheinwerfer am Schurzbügel, Alu-Koffer drauf, da wo nichts drin ist, weil die Kennzeichen immer Ortskennzeichen haben bei mir in der Gegend. Ich meine, wo fahrt ihr hin, weißt du, was habt ihr alles dabei? Mörder, teilweise die Stollenreifen drauf. Da denke ich mir, was habt ihr für einen Auftrag, weißt du? Ich meine, wenn man da irgendwo die Wüste durchqueren kann, möchte, dann kann ich es irgendwo verstehen, dass man sich so einen Reiseapparat so brutal herrichtet. Aber dann da die auch keine moderne BMW nicht nehmen. Weil bei der ersten Wasserdurchfahrt ist ein Herr-Cannbus-System geflutet und dann steht das Ding irgendwo in der Walachei und der kodierte Schlüssel sagt, wir können leider nicht mehr weiterfahren, weil das und das und das, weil der Blinker hinten rechts nicht mehr geht. Wenn man irgendeine tatsächlich ernsthafte Reise vorhat, dann nimmt es auch irgendeine DR650er oder irgend sowas, die wo man mit dem 10er Schlüssel und mit dem Hammer reparieren kann. Da kommt ihr überall noch, vor allem da kann euch irgendwer helfen. Aber wie gesagt, ihr müsst ja nicht auf mich hören, ich bin jetzt auch kein brutaler Reiseexperte. Von dem her. Jetzt meine ich, glaube ich, mache ich mal irgendwo dann nochmal eine schöne Pause. Also ein bisschen fahre ich noch. Dann suche ich mir ein ganz schönes Platz und dann werde ich mal ein bisschen einen Dampfer auspacken. Und werde da mal ein bisschen einen aufdampfen. Mittlerweile bin ich beim Dampfen jetzt komplett vom Nikotin weg. Also ich mache jetzt da auch keine Nikotinshots mehr rein oder sonst was. Nur noch reines Geschmackerl, Zigaretten rauche ich sowieso nicht mehr. Dann bin ich ziemlich froh über die Entscheidung. Das tut mir gut. Merke ich körperlich auch, dass einfach in der Früh muss ich nicht mehr so husten und so. Ja, weil früher habe ich ja, beziehungsweise zuletzt habe ich ja geraucht. Voll, rechts rüber, ein bisschen. Zum Schluss habe ich ja geraucht, dass eine Ware gebraucht war. Ach, den habe ich kennt mit dem Bus. Dem habe ich seinen Kühlergrill gebaut. Mir in der Firma, der hat so einen schönen Edelstahl-Kühlergrill gekriegt. So Rohre, Edelstahlrohre. Vorne einen schönen Grill vergittert für seinen Chevy G20, glaube ich ist das. Oder? Das ist ein G20, G30, Chevy G30. Kann sein, dass er ein G30 ist. So, jetzt mache ich da mal Fury Breschen, dass man mal ein bisschen eine Kurven ernten kann. Jawohl! Dass man da mal ein bisschen reinfahren kann, schön. In die Kürfchen. Aufpassen müssen wir natürlich auch.
steht schon wieder irgendwo nach. Ja, da weiß man nicht, was tut er. Ach, traumhaft. Ein Träumchen. Das macht doch richtig Spaß. Und schön runter, ist also rauf da. Ah, schaut euch das an. Ist das ein Genuss? Haha! Da hat er nochmal zwei runter. Oder bringen wir es im vierten rauf? Ja, freilich. Das will doch wieder eins. Das will doch wieder eins. Menschenskinder. Da bin ich richtig happy jetzt wieder. Einfach ein bisschen Momenten sausen. Das ist der wirkliche Genuss. Fantastisch. Alter. Da ist jetzt einfach eine Backe Blumenerde auf der Straße gelegen. Und ich gerade im Mühle unterwegs. Aber ich habe ihn gleich abgesetzt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ansonsten war ich halt mit dem Willi über die Blumenerde drüber. Das Sackerl hätte schon aufgerissen und zusammengedruckt, oder? Also nicht nur Tüten, sondern der ganze 20 Liter Sacke Blumenerde ist auf der Straße gelegen jetzt gerade. Das ist einfach schön. Das ist einfach eine wunderbare Genussfahrt. Das Wilbers Fahrwerk ist auch sowas von der Oberhammer da hinten. Kein Nachschwingen, kein nix. Absolute Transparenz am Hinterrad. Du kannst da richtig reinschmeißen und mit dem Arsch nochmal nachdrücken, so dass jedes schlechte Federbein richtig durchsacken darf. Die gelbe Haut, dass du das vorspannst und die Ding zutraust, die Druckstufe. Und das macht einfach keinen Muxer. Das dämpft wunderbar linear und zum Schluss ein bisschen progressiv. Bevor man sich irgendeinen Agrapovic aufgekauft oder sonst irgendwas, erst einmal hinten das Federbein allgemein bei jedem Moped eigentlich als Fahrwerk einmal gemacht. Klar, Street Cred, sage ich mal, gibt es natürlich mehr, wenn man einen Agrapovic Titan drauf hat. Aber oft gelangt es auch schon, wenn man Serienfahrwerk überarbeiten lässt, einfach, dass man ein bisschen mehr Reserven hat, einfach das Ganze ein bisschen direkter ist, ein bisschen ein Genuss ist. Ja, schon hier. Radlfahrer vorne und eine ganze Kolonne. Ja, meine, der Freistaat Bayern hat jetzt wieder keine Ahnung wie viele Millionen investiert für Fahrradwege. Da kannst du praktisch von, keine Ahnung, von Minger bis nach Passau fahren, ohne dass du einmal vom Radlweg runter musst, so ungefähr. Besser asphaltiert und hergerichtet wäre jede Straße, aber nein, die müssen halt, die Jungs müssen auf der Straße fahren. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal absieht von dem lauten Abrollgeräusch vorne, ist der Bridgestone S22 eigentlich schon nicht schlecht, auch auf dem Moped. Nur wie gesagt, ab 220 bei dem Moped ein bisschen eine Pendelneigung. Das nervt mich ein bisschen, dass er ein bisschen hypernervös ist für so ein bereits sehr nervöses Moped. Und das laute Abrollgeräusch. Wie gesagt, das kann auf der Hayabusa beispielsweise kann der schon ganz anders funktionieren. Ich spreche jetzt ja nur für die KTM. Solche Straßen liebe ich auch. Da darf man zwar nicht auf der letzten Rille unterwegs sein, weil da immer mal ein Astal oder was umeinander liegt. Aber irgendwie mag ich das, so mittelschnelle Kurven, so 80, 100.
Wisst ihr was? Eigentlich wollte ja die KTM verkaufen. Die KTM wird nicht verkauft. Sobald ich daheim bin, haue ich das bei eBay-Kleinanzeigen wieder raus. Weil das ist ja total geil, das Ding. Ich habe eine Endorphinausschüttung habe ich nur durch dieses Moped fahren. Ich kann es euch nicht erklären. Ich freue mich so. Der Sound der Neues da und diese Gefühle, der Fahrtwind. Einfach, ich wiederhole mich, einfach nur ein Genuss. Ich finde immer so cool, wenn die Wolken so Schatten schmeißen und auf der Straße dann so Segmente haben, wo dann so im Schatten liegen. Das ist auch was man immer seltener sieht. So einen wunderbar klaren, tollen Himmel, der praktisch da nicht mit irgendwelchen Streifen verschmiert ist und einfach alles grau in grau ist, sondern einfach ein paar so Flöckchenwolken, wie sagt man dazu, Schäfchenwolken, haben sie ja gar nicht. Aber einfach so schöne, dicke Quellwolken irgendwie. Können wir da den Berg aufwühlen? Ja, ihr wisst, was ich meine, einfach so ein bayerischer, weiß-blauer Himmel. Das ist selten geworden und da mittlerweile erfreue ich mich da richtig dran, sowas. So, jetzt haben wir schön geraucht beziehungsweise gedampft und jetzt geht es wieder weiter mit der 1290er. Das ist schon eigentlich ein geiles Ding, muss man sagen, oder? Und weiter geht's. Ein alter Frische. Dem Buben hat es auch gefallen, der da gerade entgegengekommen ist. Na klar, wann sieht man auch sowas schon. Ihr als meine Abonnenten seht es natürlich. Drum muss ich nochmal erwähnen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Liken, kommentieren, abonnieren, kostenlos abonnieren. Haut rein. Und was ich immer vergessen habe zum Song. Ihr müsst auch unbedingt die Glocke drücken. Ring the bell, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn es bei mir wieder neue Videos gibt. Und vor allem, wir gehen ja schnurstracks auf die 1000 Abonnenten zu. Und ich habe euch ja gesagt, ab 1000 Abonnenten, da fangen wir dann mit den Livestreams so.
fahrt mal zu, ihr Gauner hier, ihr Gauner hier, fahrt mal zu. Geh weiter. I'm a scat man. Alles einhändig. Braucht kein Mensch mehrere Pfoten dafür. Down. Boy, you turn me inside out, round and round, upside down is turning me. Wir haben hier so einen Typenkind, der hat so alles und jeden geiler Bock gesagt. Du bist der geiler Bock, servus geiler Bock. Der hat am Telefon hat sie begrüßt mit geiler Bock. War der geiler Pickelbock, hat er immer gesagt. Ja. Du geiler Bock, du geiler! Aha, mit der hier, du geiler Pickelbock, du geiler! Der hat so einen Schaden, der Typ! Der Grütze fickst du! So, liebe Freunde! Das soll es jetzt für heute schon fast wieder gewesen sein, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich hoffe, Bild und Ton war gut. Liken, kommentieren, abonnieren. Und umsonst die Glocke drücken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge. Donny Danger Racing Team. Ciao, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt könnt ihr mir abstimmen in die Kommentare, ob wir noch einen Willi machen sollten. Einen Willi noch. Und dann verabschiede ich mich aber wirklich. Ja, das denken wir doch. Nostradamus hat gesprochen. Na, da ist sagen, jetzt lebe ich mir nochmal einen auf, oder? Oh, komm! Also liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.